Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Pokémon XL-Glog Part Nummer 26. Und wir haben heute ein neues Teammitglied. Nachdem Panferno ja im letzten Part gestorben ist, habe ich mich jetzt dazu gebracht. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall Vulpix im Team. Und ich habe den EP-Teiler wieder angemacht. Denn sonst ist es beinahe unmöglich, Vulpix zu trainieren. Aber zuerst einmal wollte ich noch was schauen, und zwar wollte ich gucken, ob Panferno ein Item getragen hat oder ob wir generell ein Pokémon mit Item haben. Wir haben einen Plaudergeil mit Metronom gefunden, wie geil ist das denn? Okay. Und Lucario trägt halt den Lucario-Need. Sehr, sehr cool mit Plaudergeil und Metronom. Ich glaube, so hoch ist die Chance gar nicht, dass es Metronom trägt, oder? Bin mir nicht sicher. Aber wir gehen jetzt erstmal zur Item-Verteilung. Dort haben wir Metronom, das können wir Meta geben. Riesennugget. Was könnten wir denn Vulpix geben? Passt irgendwas hiervon? Nö, 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 nö. Nö, nö. Schwarzgurt? Nee, oder? Nee. Nein, natürlich nicht. Ich habe es gerade verwechselt. Haben wir irgendwas, was Feuerattacken verstärkt? Wir könnten Vulpix sogar schon entwickeln, aber das erlernt später noch coole Attacken, glaube ich. Deswegen entwickeln wir es erst noch nicht. Nö, wir haben eigentlich gar nichts, was wir ihm geben könnten. Außer eine Sinelbeere, aber ja. Okay, dann bekommt Vulpix erstmal kein Item. Nochmal eine kurze Übersicht über die Pokémon. Wir haben jetzt Chillabell mit Seidenschal, Metang mit Metronom, immer noch Paragoni mit Überresten, Donphan mit Glücksei und unser Azumarill mit Bäumenhelm. Ich werde Donphan nochmal nach vorne packen, weil wir brauchen endlich unbedingt eine Bodenattacke auf unserem Donphan. Das ist echt wichtig. Und ja, Mary werden wir trainieren. Wir haben nur weibliche Pokémon. Ist das nicht schön, Leute? Wir haben 5 weibliche Pokémon und ein Metang. Besser geht's nicht. Okay. Da vorne war dieser Mr. Miteinander oder wie der heißt. Aber zu dem wollen wir jetzt nicht. Denn wir wollen weiter die Story spielen. War hier oben noch irgendwas? Nö. Fragen habe ich auch wieder. Viele parat. Wie gesagt, stellt mir wieder Fragen, wenn ihr wollt. Ich habe da nichts dagegen. Und wir gehen jetzt erstmal weiter. Okay, Route 15. Ah, das war das mit den Blumen. Nicht Blumen, mit den Laub, Herbstlaub, Peng. Ah, wir können hier ein Pokémon fangen. Da machen wir das doch auch gerade mal. Und eine Horde. Nein, Leute. Jetzt müssen wir versuchen, ein Pokémon davon zu fangen. Und es sind einfach Kramurks. Oh, Leute. Jetzt müssen wir die alle töten. Das wird Spaß machen. Okay, Eisplitter. Auf das Weibliche. Peng. Okay, immerhin gilt es zum Glück One-Hit. In der Zeit kann ich ja ein paar Fragen beantworten. Was haben wir hier denn so? Wir haben von Kami Karpels. Magst du Karpels? Ja, spiele ich sehr gerne. Habe ich auch in meiner Arena-Leiter-Pyramide. Ach ja, stimmt, dabei können wir Mary gut trainieren. Ja, wie gesagt, habe ich auch in meiner Arena-Leiter-Pyramide. Ist ein sehr cooles Pokémon. Nächste Frage. Welches Nintendo-Spiel hat deine Kindheit am meisten geprägt? Ich würde sagen Pokémon. Und Mario, also Mario N64. Und halt Pokémon Gelb. Hauptsächlich Pokémon Gelb. Was hat dich dazu gebracht, mit YouTube anzufangen? Also, Leute, haltet euch fest. Ihr werdet es mir wahrscheinlich nicht glauben. Aber als ich überlegt habe, anzufangen mit YouTube, habe ich dran gedacht, Minecraft aufzunehmen. So hart es auch klingen mag. Ich wollte am Anfang echt Minecraft aufnehmen. Ich dachte halt so, das ist das, was den meisten Leuten halt so auf YouTube gefällt. Und dann irgendwann habe ich mal so Videos von Fanmade Let's Play und so weiter gesehen, so Pokémon Wi-Fi Battles. Da habe ich mir gedacht, oh, ich spiele auch richtig gern Pokémon. Habe jetzt ein bisschen angefangen, Competitive zu spielen. Du bist zwar jetzt noch nicht so der Überpro, aber du fängst jetzt einfach damit an. Die anderen filmen das auch ab. Das ist nicht so kompliziert. Und dann habe ich damit angefangen. Und ich kann es mir nicht erklären, warum.
Aber mein erster Part kam sehr, sehr, sehr gut an. Und von da an habe ich dann halt weitergemacht. Und ja, das war so mein Weg auf YouTube. Ich wollte am Anfang echt Minecraft spielen. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, aber ich wollte am Anfang echt Minecraft spielen und das halt aufnehmen, aber ich habe mich dann halt am Ende doch für das Bessere entschieden, glaube ich. Und spiele jetzt halt Pokémon. Okay, wir werfen Superball. Okay, nächste Frage. Glaubst du, dass Poketuber, die erst jetzt beginnen, Erfolg haben können? Ich muss ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, mit einer der ersten kleinen deutschen Poketuber, YouTuber, wie auch immer, die angefangen haben, Wi-Fi Battles hochzuladen. Ich habe zwar jetzt nicht so übelst professionell von Anfang an gemacht, aber ich habe es halt gemacht mit einer der ersten, wie gesagt. Und das Kramux will sich nicht fangen lassen. Und ja, es hat halt funktioniert und ich kenne viele Leute, die jetzt erst vor kurzem angefangen haben, zum Beispiel, denen ich auch gerne helfe, zum Beispiel wie zu Shiro-san oder Morbolf. Die sind jetzt auch noch nicht so lange dabei, die sind jetzt vielleicht auch erst einen Monat dabei oder so. Und ihr müsst wissen, ich bin oft auf YouTube unterwegs und gebe ein Pokémon X und Y für Battle German. Und schau dann, haben wir eigentlich Hyperbälle? Nee, oder? Na, wir Meisterball, toll. Und schau dann halt da mal so rum, was es halt so Neues gibt. Keine Ahnung, warum ich jetzt im Finsterball werfe. Es ist noch nicht mal nachts, aber Kramox ist halt so dunkel. Wenn es jetzt klappt, Leute, wenn es jetzt klappt, ihr wollt mich doch verarschen. Auf jeden Fall, ich schau halt oft nach, so nach neuen deutschen Poketubern. Und wenn ich dann wen sehe, der mir gefällt, dann schreibe ich die Person auch an. Fragt eventuell nach dem Skype-Namen und ja, dann schaue ich dann halt, was sich daraus entwickelt. Und ja, ich hoffe, dass dieses Gramux Strolch hat. Das wäre zwar irgendwie cool. Ich habe zwar eins mit Strolch schon, aber es wäre trotzdem irgendwie cool. Okay, da ist ein Trainer. Tada! Oh, wie überraschend! Und ja, auf jeden Fall, ich denke schon, dass man noch die Chance dazu hat, mit Poketubing oder also dass man mehr Chancen hat, jetzt mit dem Poketubing anzufangen als mit Minecraft, glaube ich, dass man mehr Chancen hat. Chesky TV ist ja auch noch nicht so lange dabei. Ist Molot schneller als wir? Will ich gegen Molot drin bleiben? Ich weiß es nicht. Ich hole Weihbaum rein. Kann unser Weihbaum eigentlich eine Pflanzenattacke? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es kann noch nicht mal eine. Aber egal. Er setzt Amnesie ein. Okay. So, nächste Frage. Welches der sechsten Pok der sechs Pokémon würdest du eine Mega. Ach so, der 6. Gen wahrscheinlich. Würde ich eine Mega-Entwicklung gönnen? Wir haben echt nur Dunkelklaue. 6. Gen Mega-Entwicklung. Alter, zieht das wenig. Natürlich kann er gehen. Ah, 6. Gen Mega-Entwicklung. Ich würde Florges eine Mega-Entwicklung geben. Mit einem erhöhten Spezialangriff. Weil ich spiele sehr gerne ab und zu Florges mit Gedankengut. Und wenn es dann einen Spezialangriff und einen defensiven Boost bekommt, wäre das richtig cool. Erdbeben, zieht es viel, bitte lass es nicht viel ziehen. Das war mehr. Nee, nicht mehr als die Hälfte, okay. Okay. Natürlich geht Kersha in daneben und er setzt wieder Gen ein. Leute, was ist hier los? Ich habe einfach nichts gegen dieses Morlord. Gut. Wie gesagt, Florges, denke ich mal, hätte eine Mega-Entwicklung verdient. Das hat zwar mit. Er setzt einfach wieder Gen ein. Will er mich verarschen? Es hat zwar mit die höchsten Werte der 6-Gen-Pokémon, aber ich würde ihm trotzdem eine gönnen. Ich höre jetzt Kugel rein, ist mir jetzt egal. Okay, das waren die Fragen von Kami Kapels. Danke dafür. Die nächste Frage von Mr. Dom. Was sagst du zu deiner Abo-Entwicklung? Es fällt mir immer, was heißt, es fällt mir schwer. Es ist immer schwierig darüber zu reden, denn ich kann es mir selber einfach nicht erklären, warum ausgerechnet bei mir, Schlammbombe,
YouTube so gut funktioniert. Ich kann es mir nicht erklären. Es hat bei mir von Anfang an gut funktioniert. Von dem ersten Part an, vom ersten Wi-Fi-Part an, hat es bei mir gut funktioniert. Und von da an ging es dann halt einfach weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und ich kann es mir echt nicht erklären. Ich hatte angefangen, Kontakte zu knüpfen, hatte dann mein erstes Together-Projekt mit Family Let's Play, was dann, ja, wegen mir nach hinten losgegangen ist. Das kennen vielleicht manche von euch gar nicht. Wir hatten zusammen eine Zelda-Log angefangen. Für die Leute, die Family Let's Play kennen, der hat ja momentan seine Zelda-Log am Laufen. Die hatten wir selber auch ausprobiert mit Pokémon Heart Gold und Soul Silver. Und es hat alles echt gut funktioniert. Wir hatten sehr viel Spaß am Projekt und es war echt eine richtig coole Zeit, die wir da zusammen hatten, wo wir zusammen aufgenommen haben und so. Wir hatten echt Spaß dran. Und dann irgendwann hatte ich einfach ein Bluescreen und meine komplette Speicherdatei war weg. Und ja, dann ist es halt alles. Da haben wir halt das Projekt abgebrochen. Dann haben wir trotzdem noch zusammen ein paar Videos aufgenommen, haben zusammen Wi-Fi-Battle kommentiert. Mein meistgeklicktester Wi-Fi-Kampf, der ist auch in der YouTube-Liste, wenn man Pokémon X und Y Wi-Fi Battle German eingibt, sehr weit oben. Der ist auch zusammen mit Family Let's Play. Da haben wir ein Monotype-Match gemacht und so weiter. Also ich kann meinen Erfolg schon ein bisschen Family Let's Play verdanken. Er selber, als ich ihn angeschrieben hatte, hatte auch nur 500 Abonnenten. Und ich hatte dann so kurz vor 100 circa. Er hatte so 500, 600, 700 so um den Dreh. Und dann habe ich ihn einfach angeschrieben, habe ihn mal nach seinem Skype-Namen gefragt, weil ich gerne mit ihm schreiben würde oder so. Und jetzt witzige Geschichte, und zwar hat er dann geschrieben, ja, ich wollte eigentlich nicht mehr so gern Abonnenten in Skype annehmen, weil er hat einfach richtig viele, nehmen wir das einfach mal. Er hat einfach richtig viele Leute wegen Abonnenten, also er hat richtig viele Skype-Kontakte und so weiter. Und die spammen ihn halt, also viele von ihm haben ihn dann damals genervt und so und zugespammt und so weiter, und das war eigentlich nur sein privater Account. Dann habe ich gesagt, okay, ist kein Problem, kann ich verstehen und so weiter. Dann haben wir dann trotzdem, das nervt richtig, da draußen tut irgendwer eine Hecke schneiden oder so. Und auf jeden Fall, Beleber, sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall haben wir dann einfach trotzdem geschrieben und so weiter. Und dann irgendwann hat er mich dann doch angenommen, dann hat er gesagt, ach komm, machen wir mal eine Ausnahme, du scheinst ja ganz okay, ganz korrekt zu sein und so weiter. Dann haben wir halt trotzdem, haben wir halt immer wieder miteinander geschrieben. Dann haben wir so überlegt, sollen wir vielleicht irgendwann mal ein zusammenes Projekt starten. Dann haben wir die Zeller-Log von Herr DK gesehen, haben uns gedacht, komm, das ist zwar noch in der Testphase, aber wir versuchen auch so eine Art Zeller-Log. Und dann haben wir das Ganze gestartet und so kam dann halt auch, das war dann, er kann einfach Risikotackle. An dem Tag, wo dann das Infovideo hochkam von der Zelda-Log, das war mein bester Tag. Da hatte ich dann 16 Abonnenten an einem Tag gemacht. Das hatte ich vorher noch nie geschafft. Das war dann so ein richtiger Triumph für mich, auch in der nächsten Zeit danach. In den nächsten ein bis anderthalb Monaten habe ich niemals diesen Tag geknackt, diese 16 Abonnenten. Dann hatte ich einen Tag, da hatte ich 15 Abonnenten. Einen Tag darauf habe ich die Arena-Leiter-Pyramide hochgeladen und ab dann ging es aufwärts. Dann war der Tag, also ein Tag, nachdem ich die Pyramide hochgeladen habe, habe ich 83 Abonnenten gemacht. Und seit diesem Tag an mache ich täglich 10 bis 20 Abonnenten. Und ja, das ist halt so der Weg von mir auf YouTube. Und jetzt bin ich hier heute mit beinahe 1400 Abonnenten, die wir wahrscheinlich heute auch noch knacken werden, wenn es nach der Abozahl gehen würde, wie es halt in den letzten Tagen war. Dann würden wir heute noch die 1400 knacken und es läuft halt im Moment alles sehr, sehr gut. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, wie es auch läuft. Und ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Und ja, das war mein Weg auf YouTube. Ich denke mal, ich habe es jetzt sehr ausführlich erklärt. Okay, bei welcher Minute sind wir eigentlich schon? Naja, ist 15, okay. Dann beantworte ich mal die nächsten Fragen von Dennis Weikan. Wie geht's? Mir geht's recht gut. Magst du mich? Ich kenne dich nicht richtig. Aber okay, ja, ich mag jeden meiner Abonnenten. Doch, doch. Ich mag euch alle, Leute.
Dann würdest du dich freuen, wenn man ab einer bestimmten Edition Pokémon fangen kann und sie an Pokémon verfüttern kann oder selbst essen kann, zum Beispiel Carpador essen. Wieso sollte ich mich darüber freuen? Das wäre doch richtig abartig eklig. Okay, danke für die Fragen. Auf jeden Fall danke noch an Mr. Dumm für die Fragen. Okay, es war konkret. Gut, die nächsten Fragen sind von Strohdruffy. Hat auch sehr, sehr, sehr viele Fragen gestellt. 12 Fragen. Die werden wir jetzt in dem Part, denke ich mal, alle noch beantworten können. Gut, die erste Frage. Da diese Let's Play sowieso größtenteils aus Fragen besteht, heißt jetzt nicht, dass ich es nicht gut finde, sondern wie wäre es, ein Format draus zu machen, wo du Fragen beantwortest, zum Beispiel mit jemandem wie Serskit TV und so weiter und mit vollem Namen Razors Fragerunde? Ist eine sehr, sehr coole Idee. Wieso habe ich jetzt nicht ausgewechselt? Wechsle ich ihm jetzt aus? Nein. Uhuhuhuhuhu, das war knapp. Ist eine sehr coole Idee. Also, ich mache jetzt erstmal mein X-Egglog Let's Play noch zu Ende. Danach kommt Super Smash Bros., wie ihr ja wisst. Danach kommt. Sollen wir Kraftkoloss einsetzen? Komm, wir gehen für den Nassschweif. Danach kommt Oras. Und das Let's Play für danach ist auch schon geplant. Und für das Let's Play danach, da werde ich auch keine Fragen brauchen. Ich denke mal, dass ich. Also, auf jeden Fall danke für diese richtig gute Idee, Ruffy. Ich denke mal, dass ich die Idee sogar umsetzen werde, dass ich dann so ein Format starte, Razors Fragerunde. Das wird dann einfach unregelmäßig, wird es dann einfach auf meinem Kanal kommen, vielleicht einmal die Woche oder so. Und dort schnappe ich mir dann einfach jedes Mal einen Co-Kommentator, ob Fan Let's Play, ob Swerski TV, ob Chiro-san, ob Dice Play, ob Morwolf, ob Silver, irgendwen, egal wen, werde ich mir dann dazu schnappen und werde dann eure Fragen beantworten. Ich denke mal, dass ich das machen würde. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das finden würdet. Ich muss ehrlich sagen, Strohdruffy gibt mir hier so richtig gute Ideen, die Fossil-Log, jetzt Razors Fragerunde. Sehr, sehr cool. Okay, die nächste Frage. Welche Evoli-Entwicklung findest du vom Design her am besten? Vom Design her würde ich sagen nach Tara. Das ist recht schlicht und einfach, aber trotzdem dennoch recht cool gehalten. Ja, nach Tara. Okay, nächste Frage. Hast du eine Lieblingsmusik von Poké Remix Studio und Glitch City? Ja. Und zwar ist es einmal von. Moment, ich muss mich kurz richtig hinsetzen. Und zwar ist es einmal von Glitch City, Höhen-Ozeanic Music, falls ihr die kennt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist von Glitch City meine Lieblingsmusik. Und von Poké Remix Studios ist meine Lieblingsmusik. Habe ich eigentlich mehrere. Und zwar habe ich da einmal Pokémon Gold und Silber Remix Nat den Nationalpark, dann Pokémon Schwarz und Weiß Remix Marine Tube, dann Pokémon Rubin, Saphir, Emerald Remix Lilikoff City, dann Pokémon Gold, Silber, Kristall Remix Surfing Team und Pokémon Rubin Smaragd. Habe ich gerade eben Rubin Silber gesagt? Egal. Rubin, Smaragd, Saphir Remix. Abandoned Ship. Mit deutschen Namen würde ich besser zurechtkommen. Also nicht, dass ich jetzt kein Englisch kann oder so. Nur so zur Info. Okay, Konfusstrahl, wer will Konfusstrahl? Ja, okay, ist besser als Kulau, glaube ich. Okay. Das sind so meine Lieblingsmixe. Nächste Frage. Wie findest du die Himmelskämpfe und machen die im Competitive Play Sinn? Ich finde sie recht unnötig, aber es ist ja jetzt auch geplant. Also was heißt nicht unbedingt geplant, aber es soll vielleicht demnächst ja auch Unterwasserkämpfe geben. Es ist cool, dass sie sich Gedanken gemacht haben, was Neues zu bringen, aber ich finde es nicht so cool. Man kann ja auch bei Showdown kann man ja auch Himmelskämpfe machen. Das ist dann halt Competitive Himmelskämpfe. Und es kann einfach jedes Pokémon an einem Himmelskampf teilnehmen, das fliegen kann und Alpollo halt. So, um das sozusagen zu beschreiben. Und ich weiß nicht. Ich bin nicht so der Fan von Himmelskämpfen. Ich habe die auch in der Story irgendwann ausgelassen, weil sie mir keinen Spaß mehr gemacht haben. Und ich bin da nicht so begeistert von. Ich finde es gut, dass sie sich Gedanken machen für neue Sachen. Aber ja, ich finde es nicht so überragend. Okay, nächste Frage.
Könntest du vielleicht mal ein Evoli-Team mit seinen Entwicklungen im Wi-Fi-Battle zeigen oder ein Team mit Unbekannten bzw. kein Geschlecht außer Legis wie zum Beispiel Magneto und so weiter? Auch sehr, sehr cool. Coole Ideen, werde ich mir merken. Also Evoli oder Evolution, Evolution oder Evolition, keine Ahnung, wie man das nennt. Ein Evolutionsteam und ein No-Genderous-Team finde ich sehr, sehr cool. Raffi, du hast echt die coolsten Ideen. Wieso machst du kein Poketubing? Du hast so gute Ideen. Ach, ja. Okay, schaust du gerne Filme? Jein. Also, ich schaue ab und zu wirklich sehr, sehr gerne Filme. Aber wenn ich gerne Filme schaue, dann so richtig ungeplant. Also, ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich packe jetzt eine DVD in den CD-Player rein und schaue mir dann diesen Film an. Bei mir ist es oft so, wenn ich Filme schaue, dann nur ungeplant, wenn sie im Fernsehen laufen. Dann denke ich mir so, oh geil, da und da kommt der Film. Das muss ich mir merken, den schaue ich mir an. So läuft es dann bei mir. Und die schaue ich dann auch sehr gerne. Oder wenn ich dann zum Beispiel einen sehe, wie zum Beispiel, was kam letztens, wie heißt der Film? Gullivers Reisen oder so, mit Jack Black. Den habe ich vorher nie gesehen, wollte ich aber schon immer mal sehen. Habe ich gesehen, ah okay, der läuft in einer Stunde im Fernsehen. Den schaue ich mir jetzt an. Ist also so richtig unspontan. Okay, das reicht noch nicht mal aus. Schlitzer. Sieht nicht viel. Okay, nächste Frage. Welches Wahrschall-Pokémon spielst du am liebsten? Welches ist mein Lieblings-Wahrschall-Pokémon? Das ist eine gute Frage. Mein Lieblings-Wahrschall-Pokémon. Ich muss jetzt kurz nachdenken. Ich glaube, dass es Knackhack ist. Knackhack oder Libeltra. Oder Darmanitan. Flampivian spiele ich auch sehr gerne mit Walschal. Dann habe ich mir jetzt ein Scaraborn mit Walschal gezüchtet. Habe ich ja noch nicht so viel ausprobiert. Aber das sind so meine Lieblings-Pokémon. Gut, nächste Frage. Wie viel Zeit investierst du YouTube, Freizeit und so weiter? Ja. Ich finde es auch immer ein sehr interessantes Thema, deswegen verstehe ich es auch, warum ihr das fragt. Ich investiere momentan mehr Zeit in meine Freizeit als in YouTube, was ich sehr gut finde. Aber ich investiere immer noch sehr viel Zeit in YouTube, was ich nicht schlimm finde, aber es benachteiligt mich in manchen Situationen schon. Momentan ist es halt so, dass ich sehr viel Zeit habe. Predicted. dass ich sehr viel Zeit habe. Und ich habe momentan sehr viel Spaß daran, mit anderen YouTubern, mit anderen Poketubern Showdown zu spielen oder so, mit denen zu skypen, mit denen, ich sag mal, sozusagen ein bisschen Zeit zu verbringen und so weiter. Und dann habe ich halt natürlich auch noch eine Freundin. Wenn sie halt meistens so in der Schule ist, dann. Oder halt was mit anderen Freunden unternimmt. Ich kann ja momentan nicht so gut laufen. Und wenn jetzt gerade keine Freunde bei mir sind oder so, dann bin ich meistens in der Skype-Konfi mit anderen Poketubern. Wir haben da nämlich so eine Gruppe, wo viele Poketuber, mit denen ich was zu tun habe, wo die da so drin sind, wo wir halt skypen und vielleicht ab und zu mal was planen, do Commentaries und so weiter, was ich sehr, sehr cool finde. Da sind wir jetzt, 12 Leute, glaube ich, drin. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung. Und zwar sind da drin SaskyTV, Dice Roleplay, Fnupa. Kennen vielleicht nicht so viele von euch. Das ist ein guter Freund von Present. Also Present kennt man natürlich auf meinem Kanal. Aber Fnupa ist auch hier drin. Macht auch coole Videos. Hat eine sehr, sehr gute Let's Player-Stimme. Dann Morbolf, Silver, Daumen Kino LP. Family Let's Play, dann DirtyD64, ich weiß nicht, ob welche von euch den kennen, wenn ja, er ist auch dabei, dann Kuchenjäger und Shiro-san. Wir haben da hier so eine kleine Skype-Gruppe, wo halt viel geplant werden kann und so weiter und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und mit denen habe ich halt momentan halt auch sehr viel zu tun in meiner Freizeit, was ich sehr, sehr cool finde, denn es ist immer cool, gerade über YouTube neue Menschen kennenzulernen, wo dann halt auch so eine Art Freundschaft
daraus entsteht. Und wo man halt auch privat ein bisschen Zeit mit denen verbringt und so. Also man kann ja nicht wirklich privat mit denen Zeit verbringen, weil ich weiß nicht, wir wohnen halt alle in anderen Bundesländern und sogar Sörskit wohnt ja sogar in der Schweiz, also im anderen Land. Aber wir verbringen halt trotzdem so im Netz sozusagen ein bisschen Zeit miteinander und das ist halt alles immer recht entspannt, recht gut, also wir haben immer gute Laune und so und haben sehr viel Spaß. Das klingt irgendwie gerade falsch, aber ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja. Und mit denen verbringe ich halt momentan sehr viel Zeit. Und ich bin, wie gesagt, ich sage richtig oft und auf jeden Fall, ich bin momentan zufrieden, so wie es ist. Ich investiere nicht zu viel Zeit in YouTube. Ich habe privat immer halt noch Leute um mich rum und mache halt viel mit Leuten aus YouTube was zusammen, was ich sehr cool finde. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Okay. Was machen wir? Gewissheit auf Driftzeppeli. Patronhieb auf Flöte. Okay, nächste Frage. Hattest du schon in deinem Leben negative Erfahrungen gemacht? Ich glaube, jeder Mensch hat schon mal im Leben negative Erfahrungen gemacht. Zieht es viel. Ziehen wir mit. Kill me mit Gewissheit sogar? Nee, oder? Nee. Aber mir fällt jetzt spontan keine Situation ein, wovon ich euch erzählen könnte. Okay, Metang sollte ich auswechseln. Mir fällt jetzt, wie gesagt, spontan keine Situation ein. Jeder Mensch hat, glaube ich, im Leben schon mal richtig krass negative Erfahrungen gemacht mit falschen Freunden oder so. Das sind so Erfahrungen. Negative Erfahrungen, die gehören einfach zum Leben dazu. Jeder Mensch muss. Das gefällt mir gerade nicht so gut. Wenn jetzt Zauberblatt auf Donphan geht. Leute, nein. Nein. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Mm-mm. Alter. Aber jetzt kriegen die alle irgendwelche Attacken. Ich will keine Nitro-Pumpe. Bitte setz nicht Zauberblatt auf Dornfan ein. Bitte nicht. Nein. Nein. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Es ist jetzt das dritte Pokémon, das wir verloren haben. Und zwei Pokémon haben wir in Doppelkämpfen verloren. Ich mache nie wieder Doppelkämpfe. Leute, nicht auch noch unser Donphan. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist echt nicht cool. Wie viele Minuten sind wir? Okay, bei der 28. Minute. Das heißt, wir beenden den Part auch gleich. Okay, wir schauen uns noch die Holo-Nachricht an. Dann beenden wir den Part. Ja. Die Forschungsarbeit von Platan und mir hat uns zu folgenden Erkenntnissen geführt. Die Mega-Entwicklung entfesselt kurzzeit verborgene Kräfte in einem Pokémon, die ihm durch eine gewöhnliche Entwicklung verwehrt bleibt. Was denkst du, schlummert dieses Potenzial in jedem einzelnen Lebewesen? Oder sind diese Kräfte nur wenigen auserwählten Geschöpfen von edler Natur vorbehalten? Ach, Leute. So, wir beenden jetzt den Part. Donphan ist leider gestorben. Das heißt, wir müssen uns wieder nach einem neuen Teammitglied umsehen. Im nächsten Part werde ich die Fragen noch von Trollruffy zu Ende beantworten, noch zu den negativen Erfahrungen. Also jeder Mensch muss im Leben negative Erfahrungen gemacht haben, sonst wird man im Leben nicht schlauer aus negativen Situationen. Und es gehört einfach zum Leben dazu. Okay, Freunde, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und nochmal eine Schweigesekunde für Donphan. Okay. Und ja, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.